Leipziger Volksstimme gegen Markus Lanz von Peter Pottgieter. Unglaubliches ist geschehen, wenn man Deutschlands wichtigsten Nachrichtenmagazin glaubt. Der erregungslustige Pöbel im Internet, O-Ton Spiegel Online, hat es doch tatsächlich gewagt, die Absetzung eines linken Bashers als Moderator zu fordern. Nein, kein linker Prominenter oder Hinterbänkler war Sarah Wagenknecht beigesprungen, die permanent in Wetten, dass vom ZDF-Moderator unterbrochen wurde, sondern eine einfache Frau aus dem Volk. Vielleicht macht es auch die Tatsache, dass die Frau, Ex-Mitglied der Linken aus dem Osten und noch dazu aus dem rebellischen Leipzig stammt, so schlimm. Während Hunderttausende enttäuscht von der Sendung abschalteten und sich verärgert ins Bett legten, tat sie als einzige etwas gegen ihren Frust, sie nutzte das Internet, um eine Online-Petition zu schreiben. Bis Freitag, den 24. Januar, 6 Uhr, hatten 130.000 Menschen kundgetan, dass sie es Marien Müller nachfühlen konnten. Ein Moderator, offenbar der neue Klamauk Löwenthal des ZDF, dem die simpelsten Anstandsformen fehlen, soll spüren, dass sein respektloses Treiben nicht ohne Widerhall bleibt. Jetzt schlägt die vierte Macht zurück. Die Medienmeute stürzt sich auf die Petitionsschreiberin, die einmal in Borna SPD-Stadträtin war, später aus der Politik ausstieg und unter @linksgrün twittert. Sie wurde über Nacht berühmt. Doch nicht nur sie, sondern auch die, die es wagen, mit ihr zu stimmen, bekommen ihr Fett ab. Waren denn die anderen Moderatoren besser? Glaubt ihr denn ernsthaft, dass der Lanz-Nachfolger, falls es dazu kommen sollte, dass Lanz wirklich den Hut nehmen muss, besser wird? Fragt sinngemäß der Spiegel. Die Welt schreibt von Shitstorm, der Spiegel von öffentlicher Hinrichtung. Was sagt das Medientrommelfeuer gegen das Volk, das einmal seine Meinung äußert, eigentlich über die Macher, Schreiber, Besitzer dieser Medien aus, die zwar stets betonen, dass Lanz unter aller Kanone war, aber deshalb gleich seinen Abgang fordern? Wo kommen wir denn dahin? Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn Volksstimme sagt, dass dass der Staat für das Volk da ist und nicht umgekehrt? Wo kommen wir denn dahin, wenn das Volk statt einer Lügenmärchensendung, die sich Tagesschau nennt, mit stark manipulativem Anstrich plötzlich wirklich wissen will, was auf der Welt los ist? Wo kommen wir hin, wenn das Volk eine wirklich von den Interessen der Lobbygruppen befreite, unabhängige, freie Berichterstattung wenigstens in den Medien einfordert, die von ihm bezahlt werden? Es besteht die Gefahr, liebe Medienmeute, dass wir dann zu einem Staat gelangen, wo nicht das 1% der Superreichen, das über den wichtigsten Einfluss an den Schalthebeln der Macht verfügt, definieren kann, was für eine Demokratie das ist, in der wir zu leben haben. Die Gefahr besteht, dass sich das Volk besinnt, dass Demokratie Volksherrschaft bedeutet und nicht ein Staat, wo der Leiharbeiter bis zuletzt ausgebeutet werden kann, wo Hartz-IV-Empfänger gegen Niedriglöhner und alle gemeinsam gegen Asylbewerber ausgespielt werden. Es besteht Volksherrschaftsgefahr. Das riecht nach Münchner Räterepublik, Revolution gar. Igitt, zu Hilfe, das Volk. Es äußert sich. So war das nicht geplant. Arabischer Frühling in Deutschland? Es ist nach historischen Maßstäben noch gar nicht so lange her, da wurde über die Einführung der Schulpflicht in Sachsen diskutiert. Ein reicher Rittergutsbesitzer sprach sich dagegen aus, dass das Volk lesen und schreiben lernt, mit der Begründung, wenn das einfache Volk lesen kann, dann besteht doch die Gefahr, dass es lesen wird, was es lesen will, und nicht nur das, was es lesen soll. Heute protestieren Welt und Spiegel energisch dagegen, dass das Volk einfach im Staatsfernsehen sehen will, was es will und nicht, was es soll. Welche Unverschämtheit! Dagegen gibt es nur ein Mittel: eine Online-Petition mit der Forderung Internetverbot ab sofort für alle. 1% der Bevölkerung wird garantiert zustimmen und all die anderen, die sich gern für Geld kaufen lassen.